Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um die Folgen der Refluxkrankheit. Reflux, das kennt man auch als Sodbrennen, wenn Speisereste oder Magensäure in die Speiseröhre zurückfließen. Wenn der Reflux chronisch wird, dann kann es passieren, dass er Krebs auslöst. Eine Vorstufe von Krebs, die tatsächlich nachher auch Krebs werden kann. Wie man das therapiert, darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Martin Hoffmann. Er ist Chefarzt der allgemeinen, viszeralen und minimalinvasiven Chirurgie an der Asklepios Paulinenklinik Wiesbaden. Schön, dass Sie da sind. Dr. Ja, vielen Dank. Was passiert in der Speiseröhre, wenn da ständig Magensäure reinfließt? Ja, das kann man sich vorstellen. Das ist von der Natur nicht so vorgesehen, dass da ständig Säure reinfließt. Und das Problem ist ganz einfach, dass es, wenn man so will, zu einer Entzündungsreaktion erstmal kommt. Also es gibt Menschen, da passiert gar nichts. Bei den Menschen oder über die wir dann sprechen und die sich irgendwann dann ja auch bei mir oder bei den gastroenterologischen Kollegen vorstellen, entsteht eine Entzündungsreaktion. Die kann wieder von selbst zurückgehen, die muss aber nicht von selbst wieder zurückgehen. Und das Problem, wo Sie in Ihrer Einleitung ja darauf eingegangen sind, ist, dass praktisch aus dieser chronischen Entzündungsreaktion eine neue Schleimhaut, wenn man so will, entsteht. Also eine Barrett-Schleimhaut. Und aus dieser Barrett-Schleimhaut kann eben bei manchen Patienten, wie Sie es ausgeführt hatten, eine Krebserkrankung entstehen. Ah, es gibt also so eine Zwischenstufe, also dieses Barrett-Syndrom, nennen Sie das ja, glaube ich, auch, wo die Zellen schon mal anfälliger werden, um zu entarten. Kann man das so ausdrücken? Das kann man sagen, wenn Sie so wollen. Wir nennen das eine Metaplasie. Also das ist eine Reaktion dieser Speiseröhren-Schleimhaut im Endeffekt auf diese Säureexposition oder dass Säure darauf läuft. Einfach gesagt, das gehört da eben nicht hin. Diese Entzündung führt dazu, dass diese Schleimhaut entsteht. Und die Schleimhaut, wie soll man sagen, bei manchen Menschen kommt es dann eben dazu, dass das entartet. Und bei wieder anderen passiert gar nichts daraus sozusagen. Es ist nicht so, dass man prädestiniert ist dafür, weil man bestimmte Dinge tut, oder? Na, also Sie bekommen so eine Barrett-Schleimhaut, können Sie eher bekommen durch eine bestimmte Ernährungsweise, was wir so westliche Ernährungsweise nennen. Also Alkoholkonsum, nicht jeder Bestandteil der westlichen Ernährungsweise ist Alkoholkonsum, aber Alkoholkonsum, volumenreiches und fettes Essen, vielleicht auch abendliche Aufnahme größerer Mengen Kohlenhydrate oder Fette, allgemein Übergewicht, Rauchen, all das begünstigt sozusagen den Reflux. Und alles, was Reflux begünstigt, muss man sagen, begünstigt perspektivisch auch die Entstehung von dieser Barrett-Schleimhaut. Oder wenn Sie so wollen, erhöht das Risiko für die Entstehung von dieser Barrett-Schleimhaut. Wie viele Menschen bekommen so etwas? Das ist immer ganz toll. Ich sage immer, es gibt so eine Zehner-Regel, wenn Sie so wollen. Also etwa jeder zehnte Deutsche hat regelmäßig Reflux. Das ist also, wenn Sie so wollen, völlig normal. Jeder zehnte davon wiederum bekommt eine Refluxösophagitis, also eine Entzündung der unteren Speiseröhre. Und davon nur wiederum jeder zehnte, also dann sind wir irgendwie bei 1 zu 1000 ungefähr, bekommt überhaupt so eine Barrett-Metaplasie. Und wie viele von denen bekommen dann tatsächlich auch Krebs? Auch das ist wieder einfach gesagt, wenn Sie wollen, auch ungefähr jeder Zehnte. Also es gibt Daten aus den USA, dass es da mehr sind. Aber wenn wir uns wieder an die sogenannte westliche Ernährungsweise zurückerinnern, ist das Klischee ja, dass die da möglicherweise noch ausgeprägter als bei uns in Westeuropa ist. Und das ist dann einfach das Problem. Aber ich sag mal, wenn man sich das mit diesen vier Zähnen, und dann sind wir ungefähr bei 1 zu 1000 irgendwo in diesem Bereich, und wenn wir das auf die Gesamtbevölkerung eben hochrechnen, haben wir das Ungefähre, wie viele das eben im Jahr ausmacht. Also man geht davon aus, dass es 8.000 bis 10.000 Patienten deutschlandweit im Jahr sind, die eben so ein Karzinom oder eine Krebserkrankung der unteren Speiseröhre bekommen. Woran merkt man das, dass man das bekommt? Ja, das ist das Fiese, das merkt man nicht. Also wenn Sie so wollen, das stimmt nicht ganz. Also natürlich merkt man das irgendwann. Wir müssen den Magen-Darm-Trakt ja wie so ein Rohr betrachten. Und die Speiseröhre kann bis zu 90% verengt sein und Sie können auch ganz normal schlucken und merken davon gar nichts. Das heißt, die Menschen merken es häufig dann eben, dass sie nicht mehr richtig schlucken können. Wir nennen das Dysphagie, also Schluckbeschwerden. Es kann sein, dass es zu, wie soll man sagen, neu auftretendem Mundgeruch kommt. Das können Sie sich vorstellen, wenn eine Krebserkrankung da entstanden ist, dass ja, das geruchlich sich eben auch verändern kann. Und es kann natürlich zu Blutabgängen kommen oder dass die Menschen sich müde fühlen oder einfach Gewicht verlieren und nicht genau wissen, also wie bei anderen Krebserkrankungen eben auch, dass sie einfach Gewicht verlieren und nicht so genau wissen, warum eigentlich, muss man sagen. Ja, Sie sagten eben, man hätte Schluckbeschwerden. Ich könnte mir vorstellen, dass man Schmerzen beim Schlucken hat, aber wieso verengt sich das? Ja, kann man sagen, Sie haben recht, es ist bei
beides. Also es kann schmerzhaft sein, wenn Sie so wollen. Es gibt ja eine Engstelle und die Speiseröhre versucht praktisch mit Kraft diesen Speisebrocken über diese Engstelle rüberzudrücken. Und ansonsten ist es auch wieder, wenn wir dieses Beispiel von dem Rohr nehmen wollen, in dem Rohr ist irgendwie ja, eine Verstopfung, sage ich mal. Das mag es auch in Kanalrohren geben und dann kann man die halt wieder freispülen. Danach funktioniert das und da ist es auch. Also die Wand ist von innen drin besetzt mit Tumor. Da geht einfach nichts durch und der geht, wenn Sie so wollen, auch nicht aus dem Weg und macht keinen Platz. Und wenn der groß genug ist, haben Sie völlig recht, gibt es dieses schmerzhafte Schlucken und es gibt eben vielleicht so wie es auch, dass die Patienten wieder erbrechen müssen nach der Operation, nachdem sie Nahrung zu sich genommen haben. Ganz einfach, weil es da verengt ist. Ja, genau. Wie diagnostizieren Sie das? Also einmal, die Erstdiagnose läuft beim Gastroenterologen. Das heißt, die Patienten stellen sich bei ihrem Hausarzt vor und der, wenn sie so wollen, bekommt, hört sich die Geschichte an, denkt, da stimmt was nicht. Und die Hauptdiagnose, wenn sie so wollen, dieser Krebserkrankung oder auch der Refluxösophagitis, was wir initial hatten, ist tatsächlich eine Spiegelung der Speiseröhre und des Magens dann. Also da können Sie, wenn Sie so wollen, unter sich direkt sehen, okay, es ist zu eng. Sie können Proben entnehmen, aber das machen eben unsere gastroenterologischen Partner. Also das ist vor dem Chirurgen oder weit vor dem Chirurgen. Ja, weit vor dem Chirurgen, genau. In welcher Situation kommt denn dann der Patient zu Ihnen? Also wenn wir jetzt bei der Krebserkrankung bleiben sozusagen, ist es ganz einfach so, dass heutzutage die Therapie fast aller Krebserkrankungen oder eigentlich aller Krebserkrankungen nicht so ist, dass nur der Gastroenterologe oder nur der Onkologe oder nur der Chirurg was tut, sondern alle zusammen tun was. Und vorgestellt werden die Patienten eben mit der Fragestellung, ob die überhaupt prinzipiell operabel wären. Jetzt erstmal völlig davon unabhängig, wie groß der Tumor ist, ob da Metastasen sind, das muss eben mit der vorherigen Diagnostik rausgefunden werden. Und wenn eben der Tumor nicht, wie sollen wir sagen, in den Herzbeutel zum Beispiel einwächst oder in die Wirbelsäule eingebrochen ist oder sehr viele Lebermetastasen, das sind eben Möglichkeiten, die da sind, verursacht hat, dann besteht häufig eben eine prinzipielle Operabilität. Dann muss man eben sehen, gibt es Absiedlungen des Tumors in Lymphknoten? Wenn es die gibt, ist es einfach leitliniengerecht und auch nach der Studienlage, die wir im Moment haben, dass man vor einer möglichen Operation erstmal eine Chemotherapie macht, über eine Kombination von mehreren verschiedenen Chemotherapeutika oder bei bestimmten Lokalisationen auch eine Bestrahlung plus Chemotherapie. Führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber da gibt es verschiedene Optionen. Und dann eine Operation und dann nochmal Chemotherapie. Aha, das dauert eine ganze Zeit. Das ist eine ganze Zeit und das ist auch, wenn Sie so wollen, für die Patienten, die wissen, ich habe einen Krebs und kommen natürlich zu dem Chirurgen unter der Vorstellung, dass der auf jeden Fall und bestimmt sofort operieren wird. Und das Wichtige ist eben in der Kommunikation mit dem Patienten vorher und auch wenn der sich natürlich bei mir vorstellt, dem klarzumachen, dass das Gesamtkonzept eben für ihn Lebenszeit verlängert ist, dass die Operation dann natürlich, wie soll man sagen, integraler und ganz wichtiger Bestandteil ist, aber dass die anderen Säulen, wenn Sie so wollen, eben auch eine ganz klare und ganz wichtige Bedeutung haben. Ja, welche denn? Also wozu die Chemo und wozu die Bestrahlung? Also letztlich, wenn Sie so wollen, einfach gesagt, macht Bestrahlung eine gute lokale Tumorkontrolle. Das heißt, einfach gesagt, der Tumor wird kleiner. Die Chemotherapie wirkt, wenn Sie so wollen, auch, der verkleinert auch den Tumor lokal. Das ist immer gut, wenn sozusagen Schichten vielleicht wieder entstehen, wenn Abstände zu Nachbarorganen eben wieder bestehen. Und zum Zweiten wirkt die eben systemisch, also auf den ganzen Körper. Das heißt, falls der Tumor Lymphknotenmetastase, Absiedlung von Tumorzellen in Lymphknoten hat, werden die dadurch eben bekämpft. Und die Prognose des Patienten ist natürlich auch davon abhängig, ist das ein lokales, ein begrenztes Problem, der, wie sollen wir sagen, unteren Speiseröhreübergang zum Magen, oder ist das ein Problem, was den ganzen Körper des Menschen in irgendeiner Form befallen hat. Und das ist eben der Grund, warum man weiß oder warum herausgefunden worden ist, dass diese Kombination aus Chemotherapie plus Operation plus hinterher nochmal Chemotherapie, da ist der Effekt nicht ganz so groß wie der vor der Operation, es gibt aber immer noch einen Effekt, dass man das eben so machen sollte. Ja, angenommen Start Chemo und Bestrahlung heute, wann können Sie dann operieren? Ja, so in ungefähr 2,5 bis 3 Monaten, muss man sagen. Also Sie müssen sich vorstellen, das ist natürlich die Therapie, die da durchgeführt wird durch unsere onkologischen Partner. Und dann ist es so, Sie können nicht sofort, wenn Chemotherapie oder Bestrahlung beendet ist, operieren. Das kann man sich ja vorstellen. Man gibt das ja, um einen tumorabtötenden Effekt herbeizuführen. Dann ist ja klar, wenn ich Tumorzellen umbringe, dass ich auch die restlichen Zellen des menschlichen Körpers
heutzutage Gott sei Dank nicht mehr schwer schädige, so wie das früher war, aber eben auch potenziellen Schaden zufüge. Und darum können sie nicht gleich operieren, die praktisch der Körper, banal gesagt, muss sich erholen von diesem, in Anführungsstrichen, Gift der Chemotherapie. Und das Intervall ist ungefähr 4 bis 6 Wochen, wo man in einem guten Zeitfenster ist. Und dadurch eben diese Wartezeit, was ich Ihnen schon andeutete, wo man den Patienten natürlich auch eine gewisse Geduld abverlangt, dann muss man sagen. Ja, genau. Und dann kommt endlich der Tag der Operation. Und dann frage ich mich, was machen Sie da? Also das kranke Gewebe muss entfernt werden, oder? Genau, das kranke Gewebe muss entfernt werden. Und man nennt das, also man versucht Tumoren, wenn Sie so wollen, oder nicht versucht, man muss Tumoren so operieren, dass sie nicht eröffnet werden während der Operation. Und auch, dass möglichst sämtliche anhängenden Lymphknoten und Abflussstrukturen dieses Tumors eben en bloc, nennen wir das, im Block, entfernt werden, ohne den Tumor zu berühren oder ihn direkt zu manipulieren und dadurch vielleicht eine Tumorzellverschleppung durchzuführen. Und machen tun wir das, wenn Sie so wollen, über einen Zwei-Höhlen-Eingriff. Das heißt, wir müssen am Bauch operieren und wir müssen auch am Brustkorb operieren. Am Bauch ist es so, dass wir das mit einer Spiegelungstechnik, sage ich, also laparoskopisch machen und schaffen praktisch aus dem Magen einen Schlauch. Das heißt, wir müssen ja den Magen als Ersatz für einen Teil der Speiseröhre nehmen. Genau, also der Teil der Speiseröhre, die befallen ist, wird rausgenommen. Genau. Und die Speiseröhre wird verkürzt. Dadurch, wenn Sie so wollen, genau. Dadurch wird der Magen hochgezogen. Genau, und dann haben Sie bis ungefähr auf, wie sollen wir sagen, Mitte des Brustkorbes fehlt die Speiseröhre. Das heißt, da ist das in dem Moment blind abgesetzt und unten, wenn Sie so wollen, ist ja auch das Anschlussstück zwar irgendwie da, aber es muss irgendwie nach oben kommen. Und das macht man eben, hat man herausgefunden, dass ein sinnvoller Ersatz für die Speiseröhre tatsächlich der Magen ist. Und dieses Speiseröhrenkarzinom, dieses Refluxkarzinom, die Teile, die das betrifft, das ist der sogenannte Typ 1 und 2, den operiert man eben, indem man wirklich den Magen hochzieht, so nennen wir das, einen Magenhochzug, und im Brustkorb das eben wieder an den Speiseröhrenrest anschließt, sodass der Patient, ich sage immer, wieder so essen kann, wie er es gewohnt ist, zumindest theoretisch. Oben kann er Nahrung über den Mund aufnehmen und sie kommt auch aus der dafür vorgesehenen Körperöffnung wieder raus. Also es werden keine künstlichen Ausgänge angelegt oder irgendwas, das ist der Vorteil. Ich könnte mir vorstellen, trotzdem ist das Essen ein anderes danach. Genau, oder? Sie können sich vorstellen, vorher ist der Magen ein Reservoir. Menschen können, es gibt ja Leute, die können unglaublich viel essen in kürzester Zeit und, oder auch in längerer Zeit. Mhm. Man muss dann sehr diszipliniert sein. Ich vergleiche das immer mit diesen Adipositas oder Übergewichtsoperationen. Da wird das ja auch so ein Schlauch nur noch. Und in diesen Schlauch, wenn Sie so wollen, passen vielleicht 250, 300 Milliliter Volumen rein. Und mehr ist das denn erstmal nicht. Das heißt, das muss man den Patienten sagen und muss ihnen eben auch sagen, dass sie anders essen müssen als vorher. Aber alle Patienten bekommen natürlich vor so einer Operation eine Ernährungsberatung. Und entsprechend, das wissen wir alle, wenn man uns mal was erzählt hat, ist das alles sehr schön. Die Frage ist immer, wie viel davon hängen bleibt. Wichtig ist eben, dass die hinterher auch angebunden bleiben und eben Ernährungsberatung bekommen, dass bestimmte Mangelzustände, die auftreten können, eben nicht auftreten, dass sie erkannt werden. Ja, was ist mit Medikamenten? Muss man danach Medikamente schlucken, die man vorher nicht genommen hat? Also das kommt ganz drauf an. Es kann sein, dass Sie einen Vitamin B12-Mangel bekommen können. Das kann man aber nicht schlucken. Das liegt einfach daran, dass das Aufnahmeprotein für Vitamin B12 im Magen gebildet wird. Das ist ein ganz verrückter Mechanismus. Und dadurch, dass man eben Teil des Magens entfernt, kann es sein, dass da ein Mangel auftritt. Ansonsten eigentlich, wie das so mit eigentlich ist, nicht. Aber es kann, wenn Sie so wollen, zu vielfältigen Mangelsymptomen, also auch von Eisenmangel kann es geben, es kann Proteinmangelerkrankungen geben. Und das ist eben der Grund, warum diese Patienten eben, wie soll man sagen, wo die Verantwortung des Arztes eben auch nicht in dem Moment endet, wo er diese Operation durchgeführt hat, sondern wo man den Patienten eben mit einer vernünftigen Nachsorge, mit vernünftigen Nachsorgeintervallen und auch Blutentnahmen und solchen Dingen eben überführen muss. Dann. Ja, genau. Und ich glaube, Magensäureblocker wird er schlucken müssen. Magensäureblocker muss er auch schlucken. Genau. In dem Moment, wo Sie die, diesen Speiseröhrenanteil entfernen, entfernen Sie natürlich auch den unteren Schließmuskel, also wenn der noch funktioniert hatte, aber zwischen Speiseröhre und Magen. Und dann können Sie sich vorstellen, dass praktisch sonst die Magensäure direkt in die verkürzte Speiseröhre reinlaufen könnte und dann eben wieder solche Probleme hervorrufen könnte. Und darum ist ja eine lebenslange Einnahme von Magensäureblockern eben notwendig. Und nach dieser OP sagten Sie ja dann unter Umständen noch einmal Bestrahlung oder Chemo? Chemotherapie. Genau, also die Studien, die dazu gelaufen sind, haben sozusagen präoperativ entweder Chemotherapie, Operation, postoperativ nochmal Chemotherapie
oder eben Bestrahlung plus Chemo vor der Operation, Operation und danach Chemotherapie. Ja. Da wird jetzt gerade untersucht und da nehmen wir auch teil, was jetzt besser ist. Also, weil man natürlich sagen kann, es wäre schön, wenn man den Patienten diese zusätzliche Bestrahlung noch ersparen könnte. Oder vielleicht ist das ja gerade nochmal ein besonderer Vorteil. Das versuchen wir gerade rauszufinden in Deutschland. Noch kurz zum Schluss. Wenn ich dieses Jahr, nehme ich mal stark an, mit dem ich so insgesamt beschäftigt bin, da bin ich das hinter mir habe, bin ich den Krebs dann los? Also das kommt ja wie immer bei allen Krebsformen aufs Tumorstadium an. Also grundsätzlich muss man sagen, dass dass dieser Krebs oder dieser Wohlstandskrebs eine deutlich bessere Prognose hat als zum Beispiel Lungenkrebs oder Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Gallenblasenkrebs. Man kann sagen, dass mit den heutigen Möglichkeiten, wenn sie eben rechtzeitig kommen, dass die Prognose nicht ganz so gut ist wie beim Darmkrebs. Den kann man ja auch vorher erkennen und dadurch noch besser heilen. Aber dass so nach 5 Jahren, kann man sagen, ungefähr 50-55% der Patienten noch leben. Was für Krebserkrankungen nicht schlecht ist. Und man muss ja auch immer überlegen, dass das häufig auch eben ältere Menschen betrifft und dass ältere Menschen eben auch nicht unbedingt nur an den Krebserkrankungen versterben, sondern dass man ab einem höheren Lebensalter auch einfach mal versterben darf, dass es die von der Natur eben dann so vorgesehen war, dass das so ist. Ja. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.